Die Mariazellerbahn kann seit 5 Jahren auch im Miniaturformat erlebt werden. Zu verdanken ist das dem Verein Modellbahnmuseum aus Kirchberg an der Pilach. Mit viel Liebe zum Detail haben die Mitglieder rund 7000 Arbeitsstunden in den originalen Nachbau der Bergstrecke investiert. Das Ergebnis ist eine Anlage, die die Herzen von Modellbaufans höher schlagen lässt. Technik steckt da mehr dahinter. Das ist ein relativ kompliziert, sage ich mal, elektronischer Betrieb mit analog relaisgesteuerten Zügen. Wir haben eben diese 13 Züge. Die werden von den Besuchern oder von den Kindern eben händisch gesteuert. Und wie gesagt, man drückt drauf, es zieht ein Relais an, es gibt den Stromkreis frei zum nächsten Bahnhof. Und somit ist es gar nicht so einfach. Wir haben ja 12 Bahnhöfe, davon sind 2 Schattenbahnhöfe und die müssen alles exakt mit diesen Relais und mit dem ganzen KW-Sachen verbunden sein. Im Bahnhofsgebäude von Kirchberg hat die Anlage auch eine würdige Heimat gefunden. Bei der Errichtung des Museums, das auch tiefe Einblicke in die Geschichte der legendären Schmalspurbahn bietet, sind die Gemeinde und der Verein auch vom Land und der EU finanziell unterstützt worden. Die Modellbahn ist in jeder Werbebroschüre mit dem Bestandteil, weil es vor allem für Jugendliche, für Kinder hochinteressant ist und was mindestens genauso wichtig ist, weil damit Geschichte verbunden ist. Die Geschichte der Mariazellerbahn und die unglaubliche Schönheit dieser Anlage. Und jeder, der da herkommt, kriegt einen Eindruck davon, was diese Modellbahn eigentlich bietet und wird neugierig, dann auch die Mariazellerbahn selbst zu benutzen. Bei der Gestaltung der Anlage haben die Vereinsmitglieder auch darauf geachtet, typische Alltagssituationen aus der Region wie die Jagd oder die Forstwirtschaft abzubilden. Bei Obmann-Stellvertreter Walter Puchecker weckt die Arbeit an der Modellbahn auch immer wieder Erinnerungen an seine berufliche Laufbahn als Lokführer. Nachdem ich die Strecken in- und auswendig kenne, kann ich mich nur an jede Besonderheit und an jede Sache, die was außerordentlich gelaufen ist, kann ich mich nur erinnern, wo das war. Wo ist ein Baum in der Vorleitung gelegen? Wo habe ich einen Hirsch stafiert? Wo habe ich eben diese Highlight-Sachen, die kann man noch, wenn ich da so schaue, kann ich die überall noch eigentlich nachvollziehen im Sinn, im Innersten. Besonders stark sind diese Erinnerungen, wenn Puchecker die Gäste des Museums in den Führerstand der originalen Kirchberg-Lok aus dem Jahr 1910 mitnimmt. Das Museum ist ganzjährig jeweils Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr sowie in den Sommermonaten auch Donnerstag und Freitag vormittags geöffnet.